Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute wirklich ein besonderer Test. Ich bin in den Niederlanden im Urlaub. Allerdings ist das hier nichts, was es nur in den Niederlanden gibt. Das gibt es auch in Deutschland. Habe ich letztens schon gesehen in Berlin. Und zwar sind das Pringles, Chicken, Tikka, Indisch. Also Pringles. Mit indischem Geschmack. Also ich erwähne auch nochmal, es ist quasi unbezahlte Werbung oder es ist keine Werbung, weil ich bewerte dieses Produkt so, wie es mir schmeckt. Ich sage, wisst ihr, ich halte es nicht rein und sage, oh, kauft das alle, sondern wenn es mir nicht schmeckt, dann sage ich euch das auch. Ja, das ist nicht so, dass irgendwie Pringles mich anschreibt, mir die zuschickt und dann sagt, yo, kriegst 100 € und dann bewirbst du das hier. So ist es nicht. Ja, ich habe gar nichts mit Pringles zu tun. Allerdings wäre es natürlich cool, wenn ich was mit denen zu tun hätte. Aber wenn es mir nicht schmeckt, dann sage ich es euch auch so. Deswegen ist das entweder unbezahlt oder einfach keine Werbung, ganz einfach. So, auf jeden Fall haben die, ich weiß nicht, was haben die gekostet? 2,14 €. Die sind natürlich in Deutschland auch nochmal anders, der Preis, glaube ich. Was die in Deutschland kosten, weiß ich nicht. Guckt doch einfach mal im Supermarkt, schreibt es gerne mal unten rein. Bin gespannt, ist auch neu. Ich esse Indisch gerne, aber bei mir geht es immer, also mir geht es immer mit dem Indisch-Essen so, dass ich, das ist so, das füllt mich so im Bauch. Und nach ein paar Happen, also natürlich nach ein bisschen längerem Essen, habe ich dann gar keinen Hunger mehr. Weil ich dann so richtig voll bin. Aber es ist sehr lecker. Ich esse Indisch sehr gerne. So. Boah, das riecht richtig curryhaft, so Indisch, ne? Ja. Auch so mit Reis. Reis, Tomaten, Chili. Hä? Das schmeckt wirklich so voll seltsam irgendwie. Was hat irgendwie so Chicken schmeckt? Ich meine, es schmeckt irgendwie so halb nach Chip, ne? Und halb so nach. So halt nach originalem Chip, finde ich. Also originalen Chips. Und so halb so Chicken, wirklich so reismäßig. Tomate. Tomate schmecke ich auch so ein bisschen. Also verwunderlich, aber lecker. Also ich selber würde das allerdings so mit, ich weiß nicht, mit 7 von 10 Punkten bewerten. Also es ist jetzt nichts, wo ich so sage, wow. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, Also kann man sich auf jeden Fall meiner Meinung nach mal bei einem Film auf der Couch geben. Weswegen 7 von 10 Punkten. Probiert die doch gerne auch mal oder auch nicht. Ansonsten, was ist eure Lieblingschipsmarke? Ich muss persönlich, das ist meine Meinung, muss ehrlich sagen, ich mag Pringles schon sehr gerne, aber die sind schon auch sehr teuer oft, ne? So Stapelchips oder so. Gut. Das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Was heißt denn auf Indisch? Tschüss. Ich weiß es nicht. Tschüss. Lasst ein Like da.